Hallo, Herr Professor Schneeweis, Sie leiten die Abteilung für gynäkologische Onkologie im Nationalen Tumorzentrum in Heidelberg. Ich möchte von Ihnen mal wissen, wie stehen heute wie ist die Situation mit den sogenannten Genexpressionsprofilen? Wir hatten ja voriges Jahr schon miteinander gesprochen. Was hat sich in der Zwischenzeit getan und wie viele solcher Visitenkartentests eines Brustkrebses gibt es heute? Es hat sich sehr viel getan, aber leider keine Änderung für die tägliche Praxis bisher daraus ergeben. Es wurden mehrere weitere solcher Signaturen beschrieben, die eine bessere Vorhersage des individuellen Krankheitsverlaufes und der Ansprechwahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Therapie versprechen. Allerdings waren das alles bisher ausnahmslos sogenannte retrospektive, rückblickende, nachträgliche Analysen. Und die haben immer das Problem, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass das, was man dann dem Test zuschreibt, ein Zufallsbefund ist. Deswegen brauchen wir weiterhin eine Bestätigung der Kraft dieser Tests in prospektiven Untersuchungen. Und da laufen zwei große Studien, eine in Nordamerika, die Taylor-X-Studie, und eine in Europa, der MINDACT-Trial. Und beide Studien haben fertig rekrutiert. Wir müssen aber das auch heißt also fertig, die Patientinnen sind alle eingeschlossen worden. In dem Taylor-X-Trial über 10.000, in dem MINDACT-Trial ca. 6.000. Und wir warten jetzt auf die Ergebnisse. Das heißt, jetzt müssen praktisch die Ereignisse eintreten. Und dann können wir sagen, okay, die Aussagekraft der Tests ist wirklich das, was sie uns aufgrund der rückblickenden Untersuchung versprochen haben. Und das erste Ergebnis wird wahrscheinlich im Jahr 2014, 2015 vorliegen. Nämlich von diesem Taylor-X-Trial. Und dieser Taylor-X-Trial hat die Vorhersagekraft des Recurrence Scores, der als Oncotype DX schon vertrieben wird. Das, also Rückfallfaktors. Ein Rückfall hat getestet, ob er besser vorhersagen kann als alles, was wir bisher haben, ob eine Frau mit Brustkrebs Metastasen entwickelt oder nicht. Und ob diese Entwicklung von Metastasen durch eine Chemotherapie besser verhindert werden kann als ohne Chemotherapie. Das wäre ein Riesengewinn, weil wenn dieser Test das zeigt, was er verspricht, könnten wir circa ein Viertel unserer Patienten, die wir heute noch chemotherapieren müssen oder denen wir eine Chemotherapie anbieten müssen, vor dieser Therapie bewahren, weil wir wissen, sie brauchen sie nicht. Und den Krankenkassen würde das doch sehr gefallen. Würde ihnen sehr gefallen. Es gibt da auch schon Kosten-Nutzen-Rechnungen, das ist ja heute immer so ein großes Thema. Aber wichtig ist immer allererst in der Patient. Klar. Also jeder vierten Frau eine Chemotherapie zu fahren, ersparen ist einfach fantastisch. Sensationell, ja. Und die Kosten, ja, die werden auch im Endeffekt reduziert. Der Test kostet circa 2.500 bis 3.000 Euro. Welcher ist das? Das ist der Oncotype DX oder Recurrence Score. Und wenn Sie sich vorstellen, wenn diesen Test jede Patientin macht und eine von vier Patienten dadurch keine Chemotherapie machen muss, dann sparen wir also, ich sag mal, bei Testkosten von circa 10.000 Euro, viermal 2.500 Euro, sparen wir eine adjuvante Chemotherapie ein. Die Kosten für eine adjuvante Chemotherapie, für eine moderne adjuvante Chemotherapie, belaufen sich schon auf mehreren tausend Euro. Ja? Wenn es gut geht, oder? Ja. Aber, wie gesagt, wir brauchen noch diese prospektive Validierung, also diese Bestätigung der Vermutungen aufgrund der rückblickenden Analysen. Und dann gibt es ja noch diesen Mammaprint-Test. Ja, es gibt in vier. Der MINDACT. Ja. Vier. Frau Goldmann-Posch, es gibt vier. Es gibt viele. Aber vier solcher Genexpressionsprofile kristallisieren sich heraus. Die sind am stärksten getestet, sind in aller Munde. Das ist einmal der Recurrence Score, der als Oncotype DX kommerziell erhältlich ist. Zum zweiten
die sogenannte Amsterdam-Signatur, mhm. die als Mama-Print mhm. kommerziell erhältlich ist. Der dritte Test ist die sogenannte intrinsische Gensignatur, mhm. wird nicht kommerziell vertrieben, mhm. gibt es jetzt eine Abwandlung, den sogenannten PAM50-Classifier. Oha. So was Gleiche. Wo wird der gemacht? Oder? Das ist ein Test, der wird gemacht bei Patienten mit Ersterkrankung, initial auf Frischgewebe, jetzt der PAM50-Classifier auf Paraffingewebe mhm. und hat diese neue Einteilung, diese neue mhm. Klassifikation des Brustkrebses mhm. Zum ersten Mal gezeigt. Nämlich diese Einteilung in Luminal A, mhm. Luminal B. In die Untergruppen sozusagen. Basal-like mhm. und HER2-enriched. Mhm. Und der vierte Test ist der Genomic Grade Index, mhm. der auch bisher noch nicht kommerziell erhältlich ist und der uns hilft, diese G2 Mammakarzinome mhm. zu unterteilen, in welche, die eine günstige Prognose haben, eher wie G1 Mammakarzinome verlaufen, also gut differenzierte, und solche, die eher wie G3, mhm. also undifferenzierte Mammakarzinome. Sozusagen, die weder Fleisch noch Fisch sind, genau. ein bisschen näher zu definieren. Genau, wir wissen inzwischen, G2 ist ein ziemlicher, mhm. ich sage, ein Gummi, eine Gummigruppe, weil mhm. es gibt eine sehr hohe Variabilität, wenn Sie einen Brustkrebs einem Pathologen, einem anderen geben. Gibt es da hohe Variabilität in dieser G2-Gruppe? Nicht, weil der Pathologe schlecht ist, sondern weil es eben mhm. auch sehr einige subjektive Kriterien gibt. Und wir glauben ja, wenn man diesem Genomic Grade Index Glauben schenken darf, dass es diese G2-Gruppe im Grunde genommen auf molekularer Ebene gar nicht gibt. Mhm. Sondern dass das im Grunde genommen alles entweder G1-Tumore sind oder G3-Tumore. Aber Sie haben doch auch irgendeinen Test in der Kiste. Was ist das für einer? Was wir in Heidelberg machen, und zwar seit Dezember 2010, mhm. bieten wir jeder Patientin, die mit neu diagnostiziertem Brustkrebs mhm. zu uns kommt, an, mhm. ein komplettes Genexpressionsprofiling an ihren Brustkrebszellen zu machen. Also es wird die Tumor-DNA sequenziert? Die RNA. Ich dachte... Die Tumorzelle hat mehrere Ebenen. Genomische Ebene, Genom. Dann mhm. epigenomische Ebene sind genetische Veränderungen, die nicht vererbt werden. Mhm. Und dann kommt die Ebene der Botenstoffe, der mhm. mRNA. Die Übersetzungszentrale. Ganz genau. Mhm. Die Blaupausen. Mhm. Und die Konzentrationen dieser mRNA, das sind die Genexpressionen. Und ein komplettes mRNA-Profil mhm. einer Zelle ist das Genexpressionsprofil. Mhm. Und das bestimmen wir, mhm. wenn die Patientin möchte, im Rahmen einer Studie, die vom DKFZ sehr stark unterstützt mhm. wird. Das wird im DKFZ gemacht, in der Arbeitsgruppe von Professor Lichter. Ach ja. Und natürlich auch vom Klinikum unterstützt wird, bieten wir an, bei jeder Patientin so ein Genexpressionsprofil mhm. zu bestimmen und dann diese vier mhm. Signaturen dagegen zu testen, die herauszuholen mhm. aus. Weil so, wenn Sie alle mhm. Konzentrationen bestimmen, bestimmen Sie ja die Expression aller solcher Botenstoffe von allen Genen. Ja. Und diese Profile, die wir eben besprochen hatten, schauen Sie ja immer nur bestimmte Botenstoffe von bestimmten Genen an. Von denen man vermutet, dass die wesentlich genau. sind. Und die holen wir praktisch mhm. raus. Wir haben jetzt in einer ersten, ganz, ganz frühen Auswertung geschaut, ob die Daten, die wir erheben, mit denen übereinstimmen, die diese offiziellen Tests erheben. Mhm. Das ist auf den ersten Blick erstmal nicht so ganz einfach, denn wir nehmen eine andere Plattform. Und sobald Sie eine andere Plattform nehmen, einen anderen Testhersteller praktisch, kriegen Sie auch letztendlich, auch wenn Sie die gleichen Gene anschauen, andere Ergebnisse. Haben Sie da Frischgewebe oder eben das? Wir nehmen Frischgewebe. Ah ja, ist klar. Das sind dann diese Arrays. Oder, genau. Oder, und unser Problem oder unsere Aufgabe wird sein, diese Genexpressionssignaturen, die wir bestimmen, dann mit dem Überleben unserer Patienten zu korrelieren. Das heißt, wahrscheinlich können wir erst, wir haben dann mit dem Dezember 2010 angefangen. Mhm. Ich denke, dass wir in 5 Jahren so die ersten Ergebnisse präsentieren können. Mhm. Und das Schöne an unserem Ansatz ist, dass wir eben nicht nur
die Gene betrachten, mhm. von denen man schon glaubt, sondern wir können auch einfach mal reingucken, mhm. Andere interessante Hypothesen mhm. generieren und schauen, finden wir denn andere Gene, mhm. neue Ansatzpunkte, mhm. andere Muster. Das wird sehr interessant. Insgesamt muss man aber jetzt im Moment noch sagen, diese Genexpressionssignaturen sind nichts für den Alltag. Mhm. Und es gab gerade aktuell letzte Woche zwei interessante Publikationen im Journal of Clinical Oncology, mhm. die mal verglichen haben in ganz bestimmten Gruppen von Patienten mit recht günstigem Brustkrebs, mhm. ob dieser Recurrence Score mhm. eine bessere Aussage erlaubt als eine gut bestimmte Expression von Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor, HER2 und Ki67. Und was kam raus? Es bringt im Grunde genommen keine Zusatzinformation. Mhm. Aber auch das war eine rückblickende Analyse. Mhm. Also es gibt noch keinen abschließenden Statements und wir warten auf die Ergebnisse von TaylorX und MindAct. Ich hoffe, Sie kommen dann auch in 5 Jahren, um die gewonnenen Erkenntnisse an Ihrem Zentrum uns mitzuteilen. Sehr gerne. Aber was soll denn eine Patientin bis dahin machen? Okay, ganz einfach. Uns geht ja die Zeit eigentlich immer viel zu langsam. Ich weiß, ich verstehe auch jede Betroffene sehr, sehr gut. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Wir dürfen jetzt nicht plötzlich auf etwas bauen, dessen Sicherheit wir nicht kennen. Auch da kann es sein, dass wir viele, viele Frauen falsch behandeln. Mhm. Ihnen eine Therapie vorenthalten, die sie normalerweise bräuchten. Richtig. Deswegen Vorsicht. Ja. Jetzt kann ich nur jeder Frau raten, gehen Sie in ein zertifiziertes Brustzentrum. Wenn Sie mit dem ersten, ich sag mal, wenn Sie da noch Bedenken haben, gehen Sie einfach noch ein zweites, holen sich eine zweite Meinung. Machen Sie sich Ihr Bild. Jedes zertifizierte Brustzentrum arbeitet nach einem hohen Qualitätsstandard. Und da werden die Dinge, die man jetzt sicher weiß, qualitativ hochwertig gemacht. Und gerade was die Abschätzung des Krankheitsverlaufs betrifft, wird eben in diesen Brustzentren hochwertig das bestimmt, was wir schon können. Mhm. Nämlich das Grading, die Hormonrezeptoren, der HER2-Rezeptor, ein Proliferationsmarker Ki67. Mhm. Und dann, und das ist der große Vorteil in Zentren, sitzen eben die einzelnen Spezialisten zusammen und entscheiden zusammen, was die individuelle Patientin braucht, nicht einer alleine. Mhm. Und dadurch werden einfach Fehler ausgeglichen, beziehungsweise die Therapie wird optimiert. Mhm. Wird denn tatsächlich Ki67 überall bestimmt an diesen Brustzentren? Im Moment oder muss die Patientin danach fragen? Ich glaube, im Moment ist es wohl noch nicht so, aber es setzt sich langsam durch. Mhm. Das Problem mit Ki67 ist aber auch, dass die eindeutig niedrigproliferativen, niedrig Ki67, machen wir ganz nochmal, eindeutig zu bestimmen sind. Ja. Die Hochproliferativen sind auch eindeutig zu bestimmen. Aber die in der Mitte, da gibt es wieder Schwierigkeiten. Den Gummikorridor. Genau. Mhm. Das heißt, auch dieses Ki67 wird nicht die Lösung sein, aber es wird uns helfen. Mhm. Auch da ist aber wichtig, das hat Professor Kreipe hier in Deutschland aufgebaut, einer der absoluten Spezialisten bei der Histologie des Mammakarzinoms. Es wird einen Ringversuch geben, oder es soll einen Ringversuch geben, wo gerade auch diese Ki67-Bestimmungen untereinander kontrolliert werden. Mhm. Genauso wie es das beim Hormonrezeptor und H2-Rezeptor auch gibt. Und auch das wird einen Qualitätszugewinn bringen. Mhm. Ich habe auch verstanden aus dem, was Sie sagen, dass erst einmal auch die Hausaufgaben gemacht werden sollten, die sozusagen in der Jetztzeit auch noch anliegen. Ja? So und dazu würde ich aber auch zählen, zum Beispiel die Bestimmung des Androgenrezeptors, an dem ich sehr hänge, weil ich zufälligerweise erfahren habe, dass ich den auch habe. Ja. Warum wird das nicht gemacht? Das hätte ja auch eine therapeutische Konsequenz. Das ist genau die Frage, Frau Goldmann-Posch. Auch das ist wiederum eine sogenannte rückblickende Analyse, die man nachgeschaut hat. So und so viel Prozent der Mammakarzinome hat den Androgen, gerade auch die Triple-Negativen, da könnte es ein Ansatz sein. Aber es ist bisher nicht bewiesen. Mhm. Ich werde nachher in meinem Vortrag versuchen zu erklären, wo der Knackpunkt bei diesen rückblickenden Analysen liegt. Das ist nämlich relativ einfach zu erklären. Mhm. Ich kann es jetzt auch mal machen, wenn Sie möchten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Hörsaal
die Zuhörer vor mir habe. Mhm. Und lasse jeden Würfel mit einem Würfel, der nur zwei Zahlen mhm. hat, eins und zwei. Dann wird der Würfel mir die Zuhörer in zwei Gruppen einteilen. Mhm. Gruppe 1 und Gruppe 2. Und wenn der Würfel richtig gearbeitet hat, was er tut, wird in beiden Gruppen die Haarfarbe gleich verteilt sein. Es wird in beiden Gruppen genauso viel Leute geben mit hellen wie mit dunklen Haaren. Wenn ich jetzt die Augen zumache und mache eine rückblickende, nachträgliche Analyse und fische mir nur einen Teil der Zuhörer aus jeder Gruppe raus, weil ich kriege immer bei solchen rückblickenden Analysen nur einen Teil, ja. dann kann es passieren, dass in der einen Gruppe plötzlich nur Leute sind mit hellen Haaren und mhm. der andere Leute mit dunklen Haaren. Mhm. Wenn ich dann meinen Würfel angucke, könnte ich sagen, oh, der Würfel ist so schlau, der kann entscheiden, ob der würfelt helle oder dunkle Haare hat. Mhm. Und dann würde ich dem Würfel eine Eigenschaft zumessen, die er definitiv nicht hat. Und das genau mit den Tests. Verstehen Sie? Mhm. Sehr gut. Und das ist das Problem mit rückblickenden Analysen. Aber wäre es dann nicht möglich und nicht nötig, eine Studie zu initiieren, die abklären soll, was mit diesem komischen Androgenrezeptor ist? Vollkommen richtig, das ist der Königsweg. Werden Sie das machen? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es gerne machen. Es gibt aber sicher schon Leute, die sich schon lange damit beschäftigen, schon Grundlagenforschung betrieben haben. Und ich glaube, das sind dann die richtigen Kandidaten, auf dem Gebiet weiter zu forschen. Sehr gut. Jeder Wissenschaftler hat so seine Ansätze. Ja, ist klar. Und ich unterstütze jeden, der das macht. Ja. Der schon am meisten mitgemacht hat, soll es einfach konsequent weitermachen. Ja, richtig. Ich wünsche mir, dass wir uns im nächsten Jahr wieder hier sehen, und um zu hören, was sich inzwischen getan hat. Gerne. Danke vielmals.